Ja, ich habe gerade schon im Live so ein bisschen drüber gequatscht, dass es ja im April auch wieder ein Starter-Kit gibt. Diesmal wieder das normale, nicht vergünstigte, nicht reduzierte, sondern das ganz normale für 99 Euro. Und ich habe hier mal so ein paar Produkte rausgesucht. Nicht eins zu eins die gleichen, die in eurem Starter-Kit sein werden. Aber dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, was ihr alles für 99 Euro bekommen werdet. Und das ist eine ganze Menge. Damit könnt ihr quasi starten. Dazu geht ihr einfach auf meine Website carla.zenzi.de, geht im Menü auf Starten und dann klickt ihr euch da durch. Und dann seid ihr in meinem Team, habt mich als Sponsorin und ich erkläre euch dann alles Weitere, helfe euch, wenn Fragen da sind, bin ich immer für euch da. Man braucht dafür, das ist ja das Gute bei Zenzi, da kann jeder mitmachen. Man braucht dafür nichts, man braucht dafür keinen speziellen Abschluss. Wirklich, da kann jeder mitmachen. Und du auch. Wenn du das willst, dann kannst du auch mitmachen. Also komm in mein Team, sollte das heißen. Da war die Story auch schon wieder vorbei. Ich zeige euch jetzt einfach mal so die Produkte, die da drin sind. Stellvertretend habe ich eine große Duftlampe hier vor mir stehen. Das ist nicht genau die, die in dem Starter-Kit drin sein wird. Aber die ja drin ist, ist auch wunderschön. Das ist die Edged Core. Die kostet 15 Euro momentan bei Zenzi. Also eine große Duftlampe. Natürlich mit einer Bar und das wird die Sea Salt Avocado sein. Ein ganz, ganz, ganz toller Duft. Wirklich perfekt für den Frühling, für den Sommer. Wirklich mega gut. Den mögen eigentlich fast alle. Ich kenne niemanden, der den nicht mag. Da ist ein Mini-Duftventilator drin. Die Farbe muss nicht unbedingt diese sein. Ich glaube, diesmal im Starter-Kit ist es Anthrazit-Schwarz, also ganz schlicht. Damit kann jeder was anfangen. Kabel ist natürlich mit dabei. Und eine Packung Pots, auch nicht der gleiche Duft, aber damit ihr euch vorstellen könnt, was da so alles drin ist. Eine Kaba und zwar in der Duftrichtung Amazon Rain, zufälligerweise genau die, die ich jetzt hier auch zu Hause habe. Eine Kaba, Handcreme wird dabei sein, Seife wird da drin sein, Putzmittel wird da drin sein und dann natürlich, was natürlich nicht fehlen darf, die ganzen Dufttester. Also ihr bekommt die kompletten Dufttester aus Frühling, Sommer 2023, damit ihr natürlich euren Kunden oder auch selber schnuppern könnt, was es denn jetzt für Düfte als Bar, als Pot, ne, als was auch immer im Angebot gibt. Ihr bekommt ganz viele Kataloge, also Werbematerial ist auch dabei in dem Starter-Kit. Ihr bekommt Duftsticker, das heißt, ihr könnt diese Sticker in die Kataloge kleben, auf eure Flyer. Wenn man dran rubbelt, dann riecht es nach dem Duft. Ihr bekommt Pröbchen, ob es Wäsche ist, Body, Laundry, Clean-Produkte oder Pet-Produkte. Ihr bekommt kleine Flyer dazu, also zu den ganzen verschiedenen Kategorien gibt es nochmal Flyer, also nicht für die Kataloge, sondern auch ein paar Flyer. Es gibt die große Zenzi-Tasche, wo ihr dann eure ganzen Produkte reinpacken könnt, wenn ihr mal eine Hausparty machen solltet. Also ihr bekommt die Zenzi-Tasche mit dazu. Was ist noch drin? Es ist so, so, so viel da drin. Ihr zahlt nur 99 Euro und der Wert ist über 400. Und das Gute an dem Starter-Kit jetzt im April ist, dass wenn ihr euch anmeldet und in den ersten 14 Tagen eine bestimmte Punktzahl erreicht, also den Shooting Star erreicht, dann bekommt ihr nochmal ein Riesen-Kit im Wert von 425 Euro gratis on top. Das erarbeitet ihr euch quasi über diese Punkte. Sonst kriegt man das immer nur für die Hälfte und diesmal schenken sie es euch gratis. Was ich gar nicht gesagt habe, auch Marketingartikel, da sind Filzpröbchen drin, also zum Duftproben verschicken. Da sind Tütchen drin, da sind Postkarten drin zum Verschicken. Da sind natürlich Bestellformulare für eure Kunden drin. Also wirklich, es ist das komplette Paket mit diesem Starter-Kit. Könnt ihr starten, damit könnt ihr Partys halten, damit könnt ihr Kunden gewinnen, damit könnt ihr schon Sachen verkaufen, damit könnt ihr direkt loslegen. Perfekt, also für Anfänger oder aber auch für Leute, die Zenzi schon kennen und lieben und mögen. Denn die können ja auch schon mit ihren Sachen, die zu Hause haben, starten und bekommen dann diesen ganzen Haufen obendrauf, um sich eben halt, um als Beraterin zu starten. Mega cool. Das Kit können sich übrigens auch Kidnapper holen. Das heißt, ihr wollt gar nicht Beraterin sein, ihr wollt einfach nur das Kit absahnen. Das geht natürlich auch. Wenn euch das interessiert und ihr gerne in mein Team kommen möchtet, meldet euch bei mir vorab. Ich kann euch noch ein paar nützliche Tipps geben,
wie ihr dann diesen Shootingstar schafft. Die sind sehr, sehr, sehr nützlich. Kontaktiert mich bitte erst, dann machen wir das zusammen. Ich helfe euch, ich führe euch da durch, ich leite euch da an. Also wirklich peu à peu, Schritt für Schritt. Wie gesagt, dafür braucht man keine Vorkenntnisse. Das kann jeder schaffen. Und wenn ihr denkt, oh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das hat bisher jeder geschafft und ich bin ja auch da. Ich bin eure Sponsorin, ich helfe euch. Wenn Fragen da sind, bin ich wirklich rund um die Uhr da. Ihr könnt euch immer melden und braucht da keine Sorgen haben, dass euch da irgendwie, dass ihr das nicht schaffen solltet. Es hat bisher jeder geschafft und es macht allen super viel Spaß. Ich setze euch jetzt aber trotzdem den Link hier rein. Also wenn ihr auf diesen Link drückt, kommt ihr direkt zu der Startenseite. Drückt dann einmal auf Deutschland für okay und dann seht ihr nämlich das Kit als Foto mit der ganzen Liste an Produkten, die da drin sein werden für 99 Euro. Also wenn euch das Thema ein bisschen näher interessiert, könnt ihr jetzt auf den Link klicken und euch das alles mal ein bisschen näher durchlesen, anschauen, mit dem Gedanken spielen. Und wenn ihr euch dann wirklich dafür entscheidet, dann meldet ihr euch bei mir und wir quatschen alles weitere. Face-to-face, wie sagt man, unter vier Augen bequatschen wir dann alles Weitere. Okay, ich sag nicht.